Heute bin ich bei Welfigura, Gesellschaft für Ernährungsberatung in der Furtwängler Straße. Hallo Viu, ich bin Wiebke. Schön, dass du da bist. Du willst sicherlich wissen, was wir hier machen, oder? Mhm. Gut, dann nehme ich dich erstmal mit in mein Büro und dann gucken wir mal, ob wir jemanden in der Beratung direkt überfallen können. Okay. So, was macht ihr hier eigentlich? Wir zeigen unseren Kunden, wie sie ohne zu hungern und ohne Jojo-Effekt gesund und nachhaltig abnehmen können. Und wie macht ihr das? Als erstes machen wir eine Ernährungsanalyse, das heißt, wir gucken uns den Menschen, der uns gegenüber sitzt, ganz genau an. Wir fragen, wann er isst, wie viel er isst, wo er isst. So, Vio, jetzt mache ich gerade die Biermessung bei der Kundin, wo man toll sehen kann, was die Kundin an Fettmasse, Muskelmasse und Wassermasse hat. Das ist für uns ganz wichtig, damit wir auch sehen, wenn die Kundin abgenommen hat, was sie abgenommen hat. Ne? Weil wir wollen ja nur, dass sie Fett abnimmt. Ne? Hier sind die einzelnen Werte dann schön dargestellt als Balken und hier oben sieht man schön, das ist das, was die Kundin auf der Waage hatte, an Gewicht, da hat sie schön abgenommen, 700 Gramm. Hier sieht man schön die Muskelmasse, die ist bei ihr gestiegen, das soll auch so sein, das heißt, dass sie gut ernährt, sich gut ernährt hat zwischenzeitlich. Aber wenn man einfach weniger isst, dann nimmt man doch auch ab. Nein, das wäre nicht so gut, weil dann würde die Kundin in erster Linie nur Muskelmasse verlieren und dann wäre das eine Mangelernährung. Dann würde sie dann nach einer Zeit krank werden und wenn sie dann irgendwann wieder, ich sag mal, anders essen würde, weil das hält man ja nicht lange durch, weniger essen, dann würde sie massiv wieder zunehmen und das wäre nicht so gut. Und das ist der größte Fehler, den die Kunden immer gemacht haben in der Vergangenheit. Ich bin ja jetzt seit 4 Jahren dabei und immer wenn ich die Kunden frage, was sie gerade frühstücken oder Mittag essen, kommt immer bei raus, dass sie eigentlich viel zu wenig essen von den gesunden Lebensmitteln. Hier haben wir einige Joghurtsorten, die man gut im Handel bekommt. Was denkst du, Jo, welcher davon der gesündeste ist? Der mit dem wenigsten Fettgehalt, wie zum Beispiel der, der hat nur 0,1%. Das ist schon mal toll. Der hat auch tatsächlich wenig Fett, aber noch viel wichtiger ist, was viele Kunden leider immer nicht wissen, dass sehr viele Joghurtarten, wie auch der, sehr viel Zucker enthält und was die Leute dann dick macht. Und wenn du das Schaubild unten links mal anschaust, da siehst du ganz viele Berge. Das ist der Blutzucker. Der steigt immer an, nachdem wir was gegessen haben. Und vor allem, wenn wir was Zuckerhaltiges gegessen haben. So, und dann siehst du, dass immer, wenn wir Berge da haben, dann kann der Körper kein Fett abbauen. Wenn du das Schaubild oben rechts anschaust, da siehst du, dass Pausen zwischen den Mahlzeiten gelassen wird und da sind wir dann in der Fettverbrennungsphase. Wenn wir jetzt aber Kunden haben, die 30, 40 oder 50 Kilogramm Fett abnehmen müssen, da reichen so kurze Pausen nicht. Deswegen haben wir unsere eigenen Produkte entwickelt. Da ist alles drin, was der Körper braucht, aber es entsteht kein Hügel, wie du das auf dem Schaubild gesehen hast, sondern man bleibt in der Fettverbrennungsphase. Und dann kann man auch ganz einfach 1 Kilogramm Fett pro Woche verlieren, ohne zu hungern. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber schmecken die denn auch? So, und hier ist dein Schokoshake. Danke. Ja, lecker. Sehr schön. Wir haben noch jede Menge andere Geschmacksrichtungen. Wie seid ihr eigentlich drauf gekommen? Die Firma wurde von Ärzten gegründet, einfach aus dem Grund, dass viele Patienten über Übergewicht geklagt haben oder auch, dass die Ärzte ihren Patienten aus medizinischen Gründen geraten haben, Gewicht abzunehmen. Wir hier sind alles Ökotrophologen, schwieriges Wort, stecken einfach nur Ernährungswissenschaftler dahinter oder Diätassistentin. Und weil wir alle zertifiziert sind, ist es so, dass die Krankenkassen fast alle Beratungsleistungen bezuschussen. Dann kennt ihr euch bestimmt richtig gut aus, oder? Das will ich meinen. So, Viu, wir sind jetzt durch. Hat es dir denn bei uns gefallen? Ja, super. Mal gucken, ob ich das alles verstanden habe. Also als erstes macht man einen Termin aus. Genau, und der erste Termin ist sogar kostenlos. Dann wird man vermessen, beraten und dann nimmt man ganz viel ab. Genau. Und wenn du mal dick werden solltest, kommst du einfach zu uns. Das kriegen wir hin. Okay. Tschüss. Wunderbar. Tschüss.